Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir sind ja flexibel und deshalb freue ich mich, heute hier bei Ihnen zu sein. Und ich kann nur sagen, ich finde, es wird höchste Zeit. Höchste Zeit, damit wir uns auseinandersetzen mit den gleichwertigen Lebensverhältnissen in Deutschland. Höchste Zeit für eine Kommission, die intensiv und ministerienübergreifend über Bund, Land und Gemeinden zusammenarbeitet. Denn es ist ja ein Fakt, wir haben sehr unterschiedliche Lebensverhältnisse in Deutschland. Wir haben Orte, an denen die Jugend abwandert, an denen die Alten zurückbleiben und keinen Anschluss mehr so finden, wie es eigentlich sein müsste, wo Nahverkehr eben nicht da ist, der Bus nicht regelmäßig fährt, das Internet nicht überall gleichermaßen verfügbar ist, wo hohe Langzeitarbeitslosigkeit vorhanden ist. Und wir haben es, und das will ich auch ganz klar sagen, in Ost wie in West. Wir haben das Ruhrgebiet mit über 5 Millionen Menschen, die vom Strukturwandel betroffen sind. Und wir haben genauso die Lausitz in Ostdeutschland. Wir haben die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern, die geringe Möglichkeiten haben. Und wir haben die kreisfreien Städte, in denen es eben extrem unterschiedlich ist, was die Verschuldung pro Kopf beispielsweise angeht. Darmstadt fast 15.000 Euro Verschuldung pro Kopf. Gegenüber Kempten mit der geringsten Verschuldung pro Kopf mit 375 Euro. Da ist es natürlich ein Unterschied, wie Kommunen, wie kreisfreie Stadtverwaltungen agieren können. Und es ist eben wichtig, dass wir es schaffen, hier ein Stück weit auszugleichen, dass Menschen auch wirklich sagen, ich fühle mich hier mitgenommen, ich kann teilhaben am Wohlstand dieses Landes, an der insgesamt positiven Entwicklung. Ich bin davon überzeugt, Deutschland wird nur so stark sein, wie wir die Schwächsten auch gut unterstützen. Und deshalb ist es nötig. Und deshalb ist es nötig, dass wir eben dorthin schauen, wo es schwierig ist, wo die strukturschwachen Regionen sind, in der Stadt, im Land, in Ost und in West. Und dann müssen wir gerade an diesen Punkten ganz klar sagen, dort gibt es auch ein Mehr. Denn es ist ja Fakt, Menschen sind stolz auf ihre Stadt, auf ihren Ort, an dem sie leben. Sie wollen gerne sich zu Hause und zugehörig fühlen. Und die Aufgabe ist, dass wir die Rahmenbedingungen schaffen dafür, dass das auch gelingt. Ich bin in den ersten Monaten als Ministerin in allen 16 Bundesländern gewesen. Ich habe über 300 Vororttermine wahrgenommen und ich habe viel mit den Menschen gesprochen. Überall ist mir begegnet, dass Menschen auch stolz sind auf ihr Zuhause. Aber dass sie wollen, dass es eben gerecht zugeht, dass es überall gute Lebensbedingungen gibt. Und zwar für Jung und für Alt, für Menschen egal welcher Herkunft. Und da geht es darum, dass wir die Voraussetzungen schaffen müssen in den Kitas, in den Schulen, aber auch an den Orten für Seniorinnen und Senioren, in den Mehrgenerationenhäusern mit einem schnellen Internet, mit guter Infrastruktur, mit eben ja, Straße, Schiene, öffentlichen Nahverkehr, einer Jugendarbeit, die alle erreicht und ja auch mit der Demokratieförderung an jedem dieser Orte. Und deswegen ist es gut, dass wir in der Kommission für gleichwertige Lebensverhältnisse genau daran auch arbeiten. Und das wird nur im Vierklang gehen. Bund, Land, Kommunen, aber auch die Zivilgesellschaft. Menschen müssen daran beteiligt werden, wie sich ihre Region, ihre Stadt, ihre ländliche Gemeinde entwickelt. Und dazu wollen wir beitragen. Wir wollen, dass Menschen das Gefühl haben, in meiner Region passiert es auch etwas. Sie sind eben dann auch eher bereit zu sagen, ich mache mit, ich schaue mit Zuversicht in die Zukunft. Und wir haben gemeinsam eben das zu stärken, was man dann eigentlich das Wir-Gefühl nennt. Das Wir-Gefühl für Zusammenhalt. Und ich sage es an dieser Stelle auch ganz klar, wenn wir etwas tun wollen, dann müssen wir, um Gleichheit und Gleichwertigkeit zu erreichen, das heißt nicht, dass wir alle gleich machen. Es ist schon gut, dass es regionale Unterschiede gibt, natürlich. Aber wenn wir wirklich Gleichwertigkeit erreichen wollen, dann wird es Situationen geben, in denen wir manchmal auch ungleich behandeln müssen, um mehr Gleichheit zu erreichen. Und das heißt, dass bestimmte Regionen, denen es nicht gut geht, eben auch mehr Unterstützung bekommen, damit sie aufholen können und damit Menschen das Gefühl haben, wir sind eben nicht abgehängt, sondern wir bekommen auch Unterstützung. Und deshalb freue ich mich auf die Arbeit, die wir jetzt gemeinsam, und wir haben ja mit Horst Seehofer und Julia Klöckner zusammen den
den Vorsitz dafür und es wird um alle großen Themen gehen. Es wird um Wirtschaft gehen, um die Altschuldenthematik, um die Mobilität, die Verkehrsinfrastruktur, aber eben auch um die Familien. Und darum, dass wir eben gute Voraussetzungen schaffen müssen, damit Familien in Deutschland überall gut leben können. Und das heißt Vereinbarkeit, das heißt gute Betreuungsmöglichkeiten, das heißt dauerhaftes Engagement des Bundes dafür, dass Kinder und Jugendliche gut aufwachsen können und dass sie in einem demokratischen und freien Land überall in Deutschland aufwachsen können. Wir wollen gute Lebensbedingungen für alle erreichen, und zwar in ganz Deutschland. Und wir sind davon überzeugt, dass das ein ganz wesentlicher Faktor dafür ist, Deutschland insgesamt als Ganzes spürbar stärker zu machen. Herzlichen Dank.